Wenn ich schon sehe schiefe Ebene und die goldene Regel der Mechanik, dann fällt mir nur ein Wort ein. Jo. Wir müssen, bevor wir mit der schiefen Ebene nochmal genau beginnen, müssen wir jetzt eins machen. Und das heißt, wir müssen mit einem ganz bestimmten Begriff mal aufräumen. Es gibt doch verschiedene Bedeutungen, zum Beispiel für das Wort Hahn. Wasserhahn, aber auch der Hahn, der kräht, ne? Ja, der mit dem Flügel wackelt, genau. Genauso gibt es für das Wort normal, da gibt es von der ursprünglichen Bedeutung her noch was. Und zwar normal in der Geometrie oder auch in der Physik bedeutet senkrecht stehend. Stell dir bloß mal eins vor, man sagt, stell mir aber mal eine Wand auf, aber stell die normal hin. Sagt man so locker. Normal meint man damit, dass die senkrecht steht, denn steht sie nicht normal, fällt sie um. Gut. Das heißt also, wenn ich von dem Wort Normalkraft rede, richtig Normalkraft als ein Wort, man sagt dazu auch FN, weiß jeder, eventuell sogar schon gerichtet, ne, als Vektor, dann ist das, das entspricht also senkrecht stehende Kraft. Egal worauf. Senkrecht stehende Kraft, Beispiel, ich habe einen Tisch. Der sieht zwar jetzt nicht schön aus, aber ich kann eins wissen. Hier drauf lasse ich jetzt mal eine Normalkraft stehen. Die steht auf jeden Fall senkrecht in die Richtung, senkrecht in. Oh, Moment. Senkrecht in dieser Richtung. Senkrecht grundsätzlich auf allen Ebenen. Also auf allen Linien, die ich mir hier hinmalen kann. Grundsätzlich normal auf dem Tisch stehend, egal wie schief der Tisch ist, genau senkrecht in alle Richtungen zu der Tischplatte zum Beispiel. Das bedeutet aber auch, wenn ich eine schiefe Ebene hätte, so wie ich sie vorhin schon angedeutet habe, dass darauf eine Normalkraft grundsätzlich auch senkrecht steht. Wenn das Fn ist, steht die auch senkrecht auf dieser schiefen Ebene. Bergab, aber auch zu den Seiten gesehen. Grundsätzlich senkrecht. Eine Normalkraft steht immer senkrecht auf irgendeiner Linie oder Fläche darauf. Das müssen wir uns grundsätzlich erst bemerken. Noch was für die Geometrie später. Wenn wir eine sogenannte Normale haben, dann ist das eine senkrecht stehende Linie. Grundsätzlich senkrecht stehende Linie. Und zwar senkrecht stehend auf einer anderen Linie, zum Beispiel in einem Koordinatensystem, kennen wir ja schon von Zuordnungen her. Wenn ich hier irgendwie einen Graphen habe, lass den hier irgendwo anfangen, das ist ein Graph, einfach ein Graph irgendeines Zusammenhanges. Hier habe ich meinetwegen einen Preis und hier habe ich Stückzahlen und ich habe hier einen Graph, der Preis und Stückzahl in Verbindung bringt. Dann ist eine normale eine darauf senkrecht stehende Linie. Also normal heißt senkrecht stehen. Das bringen wir uns jetzt einfach für die Schule ein. Nicht, das ist total normal, sondern das nehmen wir jetzt als senkrecht stehende Linie. Senkrecht stehende Linie, Linien, wissen wir, können auch mit Kräften in Zusammenhang gebracht werden. Also hier, wie ich das hier auch schon angedeutet habe. Gibt es bis dahin Fragen? Das ist ganz wichtig, dass wir uns das erstmal einprägen. Jetzt hatte ich ja gesagt, und jetzt kommen wir zur schiefen Ebene. Und da ist die Normalkraft wichtig. Jetzt zeichne ich die schiefe Ebene von vorhin, von dem anderen Video, siehe das vorhergehende Video, zeichne ich die mal genau von der Seite. Und ich fackel jetzt auch nicht lange rum und male hier irgendwelche Autos, sondern ich sage, hier auf der schiefen Ebene haben wir einen Massepunkt, den roten. Und wir hatten ja gesagt, jawohl, die Gewichtskraft, die wirkt grundsätzlich senkrecht in Richtung Erdoberfläche. Ich mal FG hier unten irgendwo hin, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Das sei FG. Und diese schiefe Ebene ist so stark, dass die eine Art Auftriebskraft hervorbringt. Denn ähnlich wie auf einem Sprungnetz wird auch diese schiefe Ebene ein ganz klein wenig eingedellt werden, aber nur so weit, wie sie es aushält und dann letzten Endes unseren Massepunkt nach oben hält. Das nennen wir FA. Das lassen wir sie. Jetzt einfach mal so gelten. Jetzt hatten wir schon gesagt, es gibt eine Hangabtriebskraft. Die wirkt in diese Richtung des Hanges, also parallel zum Hang. Wir wissen aber noch nicht, wie lang.
Und wir hatten auch schon beim letzten Mal herausgearbeitet, es gibt eine Normalkraft. Und das ist die Normalkraft, die wir vorhin schon uns überlegt haben. Und wie lang die ist, das kann man ganz einwandfrei und leicht gleich aus folgendem Zusammenhang bestimmen. Nochmal, die Normalkraft, die ist dann irgendwo hier, noch wissen wir nicht wie lang, deswegen mache ich jetzt noch keinen Pfeil drüber. Die hat dann auf jeden Fall rechtwinklig stehend auf der schiefen Ebene, ist die angeordnet. Die hat dann auch gleich eine bestimmte Länge. Jetzt kam die Idee von einem Schüler, zu sagen, ich verschiebe mal diese lila Linie einfach entweder hier hoch, aber ich weiß nicht, ob es uns was nützt, schieben wir sie mal hier hin, an den Endpunkt von der Gewichtskraft. Parallel verschoben. Und dann ist tatsächlich von hier bis hier unsere Hangabtriebskraft gegeben. Fh. Und jetzt wissen wir auch, wie groß ist die Andruckkraft der also diese Normalkraft. Das ist die letzten Endes, die unser Auto auf die Ebene drückt. Und die haben wir automatisch gefunden. Ja, verflixt nochmal, wo ist denn jetzt aber hier ein Parallelogramm zu sehen? Im Moment sehen wir keins, ne? Aber was wäre, wenn ich jetzt die Normalkraft hier unten nochmal ranbastelte und die Gewichtskraft nochmal hier ranbastelte und schon hätten wir wieder unser Parallelogramm. Also manchmal braucht man keins. Bis dahin mache ich jetzt erstmal Pause, jetzt müssen wir darüber diskutieren. Ich zeige mal gleich einen Extremfall, wie Fn immer kleiner wird. Richtig. Gut, jetzt haben wir das soweit durch. Jetzt wissen wir auch, dass diese Länge hier überflüssig ist und wir können über Fn tatsächlich auch unseren Pfeil machen. Denn jetzt wissen wir, gerichtet ist sie, Richtungssinn hat sie und die Länge ist auch klar. Jetzt ist das perfekt. Was passiert aber hier oben? Gehen wir nochmal zurück zu unserem Thema Flugzeug. Beim Flugzeug hatten wir doch was, das war eigentlich nur eine Übung, das war eine Überlegung. Wenn das zu allem irgendwelche Gegenkräfte gibt, dann muss es doch. Moment, hoffentlich kriege ich das jetzt. So, dann muss es doch Folgendes auch geben. Da muss es auch, so wie ich zur blauen Gewichtskraft eine auftreibende Kraft habe, nämlich das ist meine schiefe Ebene, das ist die Gegenkraft, die schiefe Ebene hervorruft, damit das Auto nicht nach unten durchfällt ins Unendliche. Genauso müsste es doch auch eine echte, nämlich senkrecht stehende, das ist die eigentliche Kraft, die schiefe Ebene macht. Nochmal zum Sprungnetz. Na komm, aufwachen. Hier nochmal zu unserem Sprungnetz. Das Sprungnetz biegt durch und eine schiefe Ebene biegt auch durch, aber die biegt nicht dolle durch. Aber senkrecht dazu stehe ich eigentlich auf meinem Sprungnetz. Komm wieder. Das heißt, meine Auftriebskraft ist nur irgendwas, was wir noch nicht ahnen, was der Gewichtskraft entgegenzuwirken scheint. Und hier scheint nämlich diese Kraft zu sein, wo man sagt, ah, das ist diese eigentliche Gegenkraft zur Andruckkraft. Und hier gibt es jetzt plötzlich doch Schnittpunkte. Das heißt, das müsste meine Gegenkraft zur Normalkraft sein. Das ist das, was die schiefe Ebene hervorbringt, damit das Auto nicht durchfällt. Und was ist dann das hier oben? Das ist ja nun ganz schrecklich. Das muss ja eine entgegengerichtete Kraft sein. Nämlich entgegengerichtet meine Hangabtriebskraft. Nochmal, Hangabtriebskraft, Fh, die schiebe ich jetzt mal hier hoch, da sieht man es besser am Auto. Das ist mein Fh wieder, da ist es. Hangabtriebskraft. Und jetzt müsste es doch eigentlich auch eine Kraft geben, wenn das Auto steht, die genauso groß ist. Wenn die nicht da ist, fährt das Auto herunter. Wenn die da ist, die haben wir hier aus irgendwelchen, tja, Kräfteverschiebungen ermittelt. Was könnte das für eine Kraft sein, wenn das Auto eben nicht rollt? Richtig. Das ist letzten Endes eine Art Widerstand. Wir können ruhig FW dazu sagen, Widerstandskraft. Und hier im konkreten Fall, wenn sich das Auto überhaupt nicht bewegt, ist der gesamte Widerstand eigentlich nur die Bremskraft. Gut, das bis dahin. Jetzt mache ich mal einen Extremfall. Ich male den aber erstmal auf. Jetzt gucken wir uns mal den Extremfall an. Was ist denn, wenn der Hang so steil ist? Die Gewichtskraft bleibt die gleiche. Es wird wahrscheinlich auch irgendeine Art Auftriebskraft geben. Aber wie groß ist dann Fh, die Hangabtriebskraft? Jetzt gucken wir uns mal die Normalkraft an. Wie groß wird die sein? Wir nehmen also hier diese Linie, die parallel zum Hang wirkt. Ach so, ich habe meinen Massepunkt vergessen. So, die parallel zum Hang wirkt, die verschiebe ich mal hier hin. Durch die Spitze von Fg. Und da sehe ich nämlich was.
Gucken wir nochmal hier. Diese Andruckkraft, die wird verschwindend gering und das kennen wir alle. Wenn wir auf einem ganz steilen Berg sind, dann haben wir kaum noch die Möglichkeit, uns irgendwie auf dem Berg festzuhalten, dass wir nicht runterrutschen gar. So schlimm wird das. Denn die Andruckkraft, die Normalkraft, die wird ganz klein dabei. Das kann man nämlich aus solchen Kräftezeichnungen auch ermitteln. Und die Hangabtriebskraft, schauen wir mal, hier wäre sie, die Hangabtriebskraft, die wird von der Länge her, von hier bis hier, fast der Gewichtskraft gleich. Hier ist FH. Die Hangabtriebskraft, die so dolle wirkt, die wird fast der Gewichtskraft gleich. FG bleibt es. Die Gewichtskraft, die gibt es trotzdem. Aber wenn die Hangabtriebskraft fast wie die Gewichtskraft ist, ja, dann kann ich mich auf dem Berg kaum noch halten, dann wirkt das wahrscheinlich wie so eine Art freier Fall. Anders wäre folgender Fall, nochmal kurz anhalten. Eine schiefe Ebene, die nicht schief ist oder vielleicht nur ein ganz bisschen schief ist, da habe ich richtig Probleme hier irgendwie. Ich kann noch so schöne Linien hier parallel zum Hang malen. Wenn ich die hier reinmale, lässt sich nirgendwo noch irgendwie, denn senkrecht darauf wirkt ja meine Normalkraft auf den Hang, lässt sich nichts mehr machen, dann ist Andruckkraft und Gewichtskraft gleich groß. Und wenn die gleich groß sind, jetzt habe ich hier an dieser Stelle, habe ich ja blöderweise, ich musste die ja nebeneinander malen, sonst überdecken die sich gegenseitig. Wenn die alle auf einen Punkt treffen, ja, dann liegen beide Kräfte ineinander, sind beide gleich groß und hier dazwischen, eigentlich dazwischen, von hier bis hier. Aber hier gibt es keinen Abstand, dann habe ich auch keine Hangabtriebskraft. Das Ding bei einer geraden Ebene heißt, es gibt keine Hangabtriebskraft, das Auto bleibt da, wo es ist, ohne dass ich bremsen muss. Jetzt mal von allen Gegenkräften abgesehen. Es gibt keine bremsende Kraft, die ist gar nicht nötig, ich kann die Bremse anziehen, kann ich machen. Aber wenn kein Wind ist und keine anderen Leute schieben und kein Motor läuft oder sonst was, dann bleibt mein Auto auch von ganz alleine stehen. Logisch? Richtig? Der Vollständigkeit halber müsste ich entweder, ich sage, das ist meine Hangabtriebskraft oder ich nehme sie hier und an eins von beiden, je nachdem, wo ich es hin verschoben habe, muss ich FH' ranschreiben. Deutlicher, sichtbar ist eine Hangabtriebskraft immer vom Massepunkt aus. Und das war nur eine Hilfskonstruktion, dann schreiben wir hier FH' ran. Wunderbar, gut, sehr schön. So, und jetzt haben wir das mit der Hangabtriebskraft und hin und her, das haben wir alles betrachtet. Jetzt lenkt das aber scheinbar vom eigentlichen Thema ab. Wo ist denn die goldene Regel der Mechanik bei der schiefen Ebene? Na, ganz einfach, jetzt kommt's. Ich erinnere nochmal an das Beispiel. Wenn ich ein 100 Kilo Fass, also 100 Kilogramm Masse, wenn ich das einen Meter hochhebe, dann habe ich ganz schön was zu arbeiten. Direkt hochheben, nur einen Meter, mal als Beispiel. Dann ist das eine Riesenplackerei, wenn das 100 Kilogramm Masse hat. Da muss man sich ganz schön anstrengen, dicke Backen machen. Von hier bis hier hochheben, das ist schwer. Was ist denn aber, wenn ich sage, pff, na und? Ich mache das anders. Ich nehme eine schiefe Ebene und lasse die Ebene meinetwegen auch bis da hochgehen. Ne, warte mal, die schiefe Ebene ist nicht schön geworden. So. Ich lasse die schiefe Ebene auch bis in einen Meter Höhe hochgehen. Bis hierher. Von hier bis hier ist es auch ein Meter. Und ich rolle das Fass da hoch. Ein Meter hoch komme ich auch. Es dauert länger, denn ich habe mehr Weg. Und da ist der ganze Trick versteckt. Ich spare einen Haufen Kraft. Warum? Nehmen wir nochmal unser Fass. Das Fass jetzt hier in einem Massepunkt vereinigt. Dann hat das Fass, wenn das hier eine Gewichtskraft von 100 Kilogramm, 1000 Newton hatte. Bei 100 Kilogramm, ne? Das sind 1000 Newton. Dann kann ich hier genauso lang den Pfeil machen. Der muss übrigens nicht genau bis zur Erdoberfläche gehen. Ich lege mir fest, wie lang der Pfeil ist, anhand eines günstigen Maßstabs. Also das entspricht hier dann auch 1000 Newton, FG wieder. Und jetzt kann ich mir überlegen, wie viel Kraft brauche ich wirklich, um das Biest da hochzurollen. Ich sage, okay, meine Normalkraft, die steht wieder senkrecht auf dem Hang. Hier ist FN. Und die Hangabtriebskraft, die ja hier runterwirkt, die muss ich überwinden.
Und zwar ein bisschen mehr als die Hangabtriebskraft muss ich aufwenden. Und die Hangabtriebskraft, die kann ich abmessen. Und die scheint mir hier ungefähr bloß ein Drittel zu sein. Dann müsste die Strecke hier, ne, hier von der Länge her gegenüber FG, scheint die ungefähr ein Drittel zu sein. Hangabtriebskraft ist rund hier in diesem Beispiel ein Drittel von FG. Wenn das so ist, dann müsste diese Strecke automatisch dreimal so lang sein. Gucken wir mal an. Von hier bis hier, ein Meter, noch Meter, noch Meter. Ne, das passt ungefähr. Dann hätten wir hier also sozusagen unser L1. Von hier bis hier. Oder LH. Länge des Hangs ist sogar noch viel besser. Sagen wir LH dazu. Und das wäre, dieser 1 Meter entspräche dann Länge, als wenn ich das Gewicht einsetzen würde. Also kann ich Folgendes sagen. FG mal LG, das ist so wie F1 mal L1, ist gleich, und jetzt schreibe ich das in helllila, FH mal LH. Und schon sind wir wieder klar. Das, was ich an Kraft eingespart habe, ich habe nämlich hier bloß ein Drittel, ich habe bloß noch 333 Newton hochzudrücken, das geht schon wesentlich besser, muss ich aber dafür an 3 Meter Weg aufwenden. In diesem Fall 3 Meter. Mache ich die Latte noch länger, die ich hier hinlege, die schiefe Ebene, ja, dann habe ich noch einen längeren Weg und kann noch leichter arbeiten. Immer dasselbe. Hier gibt es noch eine Frage. Ja, wurde ich gerade darauf hingewiesen, da sollte man noch hier das G auch groß malen. Das wäre natürlich wesentlich richtiger. Hier habe ich es ja auch getan. Gut, aber man sieht die goldene Regel der Mechanik. Ob wir sagen F1 mal L1 ist F2 mal L2 oder was auch immer. In diesem Fall machen wir es mal konkreter und sagen, bezogen auf die Gewichtskraft, die direkt nach unten wirkt, kann ich auch die Hangkräfte und Länge nehmen. So, fassen wir nochmal zusammen. Schiefe Ebene hin, schiefe Ebene her. Wir müssen uns über das Thema Normalkraft klar werden. Das ist ganz wichtig, die also senkrecht wirkend ist. Nebenbei, die normale ist eine, eine senkrecht stehende Linie auf irgendeiner anderen Linie. Das kann ein Graph sein, das kann aber auch irgendeine andere Linie sein. Also die Normalkraft. Und wir hatten uns eigentlich mit der Hangabtriebskraft beschäftigt. Schön und gut, aber wo ist der Trick, dass wir sagen, wir sparen Kraft? Naja, der Trick besteht darin, dass wir eben nicht die Hangabtriebskraft nehmen, sondern diese überwinden. Und die ist, wie wir schon gesehen haben, immer etwas oder manchmal sogar sehr viel geringer als die eigentliche Gewichtskraft. Das heißt also, ein Fass direkt hochzuheben wäre sehr aufwendig, sehr anstrengend, weil man dafür ist man auch schneller fertig. Aber andererseits, mit viel Weg kann man sich wieder einen Haufen Kraft sparen. Gut, ich denke mal, das ist eine Bemerkung wert über das Wort Physik. Igitt! Jo.